schon, geh ran. Dr. Earnhardt? Was willst du? Daisy, Gott sei Dank bist du noch da. Riley lebt. Jason, im Ernst? Das ist ja großartig. Ich werde ihn zu dir bringen. Fahrt nicht ohne ihn los, okay? Ja. Danke. Wie geht's, Lisa? Was glaubst du? Ich sag dir, du hast angerufen. Danke. Schwarzmalen, die aktuelle Quest. Aber wie gesagt, werden wir uns erstmal der Ausrottung der Söldner auf dieser Insel widmen. Ja, und zwar haben wir gerade mit Daisy telefoniert, der Freundin von unserem verstorbenen Bruder, die an dem Boot rumwerkelt. Und ja, der haben wir erstmal berichtet, dass Riley lebt und dass sie nicht ohne Riley abhauen sollen. So, jetzt werde ich mich erstmal da oben auf den Berg stellen, um alle Piraten zu spotten, denn wir werden jetzt dieses Lager ausheben. Nicht Piraten, Söldner. Da haben wir einen Scharfschützen. Ich denke mal, da ist der Alarm. Und doch bestimmt noch mehr. Was seid ihr denn alle? Ich würde ja gerne mal unsere neuen Pistolen-Takedown ausprobieren. Ich könnte mal unser Scharfschützengewehr rausholen. Zoom. Eigentlich dürften die das ja nicht merken. Haben sie auch nicht. Vielleicht merken sie es irgendwann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gleich werde ich das Sperrgebiet betreten. Da ist auch noch einer, oder? Huh. Oh, ja, das wäre natürlich sehr dezent. Okay, sie haben ihn entdeckt. Okay, jetzt werden sie mich wahrscheinlich suchen. Vier sind da, die ich gespottet habe. Schon mal gut, dass wir das Schwergewicht ausgeschaltet haben. Da sind zwei. Oh, der kommt in meine Richtung. Wieso läuft er jetzt weg, wenn ich da einen Stein hinwerfe? Ist da nicht Panne im Kopf? Oh oh. Ich hab doch einen Schalldämpfer, warum laufen die in meine Richtung? Ja. Kommt er jetzt hierher? Nein. Du gehörst mir. Was? Wo kommt der denn jetzt her? Na gut. Ah, das ist ja noch ein Schwergewicht. Oh oh. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ne? So, den haben wir schon mal. Ah! Heil dich doch! Los! Heil dich! Heil dich nochmal! Was? Die RPG hat das alles in Brand gesteckt? Na klasse. Los, nochmal eine. Oh, genau, auf das Auto da.
Treffe ich das? Ja, Multikill. Wow, so geht das, Kinder. Jetzt brauche ich aber eine andere Waffe. Nehmen wir doch mal... Na gut, dann haben wir die Schrotflinte halt. Ah! Geronimo! Sterbt! Okay, das wird knapp. Heil dich! Gut. Heil dich nochmal! Da kommt nochmal Verstärkung. Okay. Ah, da kommt ja noch mehr Unterstützung. Heilige Scheiße. Okay, okay, okay. Gleich haben wir sie. Gleich haben wir sie. Einmal einen Schuss ins Knie. Nochmal welche. Ich glaube, es hackt. So. Kann ich eigentlich den Alarm jetzt irgendwie deaktivieren? Oder? Also, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt nochmal... Oh. Hat sich das schon mal erledigt hier. Wie viele? Da kommt noch eine. Ah, ich liebe diese Schrotflinte. Die ist so geil. Geil. Komm her. Komm du auch her. So. Naja, gut. Naja, das haben wir auch schon eleganter gelöst. Aber was soll's. Da kommen die Rakyat. Es ist unser. Und wir haben ja noch ein paar Posten. Um genau zu sein, haben wir noch einige Posten, die wir erobern können, sollen, wollen. So. Inventar auffüllen natürlich. Das machen wir natürlich. Ich könnte auch mal wieder mir hier was gönnen. Und zwar, nein, ich wollte doch hier Konsumartikel, genau. Körperpanzer. Sehr gut. So. Oh, ein Medikit. Das nehmen wir natürlich mit. Ist hier sonst noch irgendetwas? Ein Funkgerät? Und nein. Sehr viel Müll, aber es geht mal weiter. Ich muss mal kurz auf die Uhr linsen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das gedauert hat. Ja, okay. Gehen wir mal zum nächsten Posten. Das ist der erste grüne Zipfel. Nehmen wir mal das da. Schnellreise zu Camp Delta und dann direkt neben dran müsste dann das Piratenlager, Söldnerlager sein. Söldner, Piraten. Die Söldner kämpfen ja auch irgendwie gegen die Piraten, ne? Weil seit Vars da nicht mehr ist, der Chef. Herrscht da ja scheinbar Anarchie. Guck mal, haben wir sogar ein MG. Und da oben geht's hin. Werde ich mal diesen Berg erklimmen und dann mal gucken, ob ich die alle schön mit dem Scharfschützengewehr ausheben kann. Aber ich glaube eher, das Lager ist auf dem Berg. Sonst wäre es natürlich cool, wenn wir so von oben runter schießen könnten. Ich muss echt gucken, dass ich gründlicher spotte. Oh nein, ich habe Hunde gehört. Hallo? Oh, und da ist ein Bär. Nein, 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 nein. Viel zu dezent. Ah, der Bär geht raus. Da ist ein Hund. Zwei Hunde. Die Hunde kämpfen auch gegen den Bär. Oh, und da sind auch die Piraten schon. Eigentlich dürfte ich hier noch gar nicht angegriffen werden. Weil ich noch nicht im Sperrgebiet bin.
Oh nein, das hat jetzt ja nicht so viel gebracht, oder? Muss ich mal kurz gucken. Da ist der Alarm. Gibt es irgendeine Möglichkeit? Das hat er nicht gehört, oder? Hallo, hier. Haben Sie es jetzt immer noch nicht gehört? Okay, noch weiter. Die hören das nicht. Toll, die Hunde hören das. Was irgendwie scheiße ist, weil die Hunde kann ich ja schlecht messern oder so. Ah, ich glaube, ich schieße zuerst auf die Hunde. Oh nein. Sind die echt alle tot? Die Hunde? Ja, die sind tot. Lootet er jetzt den Hund? Ich sehe halt überhaupt nicht, ob die gerade hinter der Mauer stehen oder so. Ja, der stand wohl hinter der Mauer. Ich stoße vor! Ah! Nein! Du versuchst nicht, den Alarm auszulösen! Nein! Nein! Oh, das ging aber schnell! Puh, immerhin kein Alarm ausgelöst. Entdeckt, aber kein Alarm. Dafür kriegen wir, glaube ich, 1550. Na gut. Wenn wir unentdeckt das schaffen, kriegen wir 1500 Punkte. Da waren aber echt nicht viele jetzt in dem Lager. Aber es ist ja gut, wenn es schnell geht. Dann halten wir uns nicht so lange damit auf. Los, nimm jetzt die Haut von den Bären. Hat der Bär halt vielleicht doch schon ein paar getötet? Gute Arbeit, aber es ist immer noch mehr zu tun. Wirf einen Blick auf die Ausfangkarte. Helft euch doch mal selber, ihr blöden Penner. Immer muss Jason alles machen. So, was ist das hier für eine Alien-Satellitenschüssel? Wow! Wow! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! So, was wollte ich jetzt tun? Hier. Camp Echo und dann das nächste Piratenlager. Das geht hier ja Schlag auf Schlag. Ich glaube, ich mache jetzt mal so richtig sneaky. Mal gucken, ob das dafür geeignet ist. Wenn da Hunde sind, dann geht das nicht so, aber... Falls nicht... Dann könnte ich mal wieder so richtig schleichen und so. Aber die reagieren so schlecht auf meine Steinwürfe. Das nervt ja ein bisschen. Ah, guck mal, da kann man hoch. Oder halt mit Scharfschützengewehr vom Berg aus. Das fände ich ja auch sehr elegant. Vor allem, weil ich ja so einen coolen Schalldämpfer habe und die dann nicht wissen, wo ich herkomme. Und das... Ich liebe sowieso mein Scharfschützengewehr. Das ist eigentlich perfekt geeignet für so einen Fernangriff, ne? Aber noch mit so Fässern, die explodieren. Ist eigentlich so ein bisschen Schießbuden, ne? Also eigentlich muss ich das schon machen, ne? Von hier oben vielleicht, von dem Baum aus. Nein, too much. Oh nein, jetzt hat er einen Schuss gehört. Scheiße. Hätte ich den getroffen, das wäre halt echt zu schön gewesen. Kann ich von hier aus den Alarm eigentlich kaputt schießen? Ich sehe den gar nicht. Sitzen da alle in der Kackposition?
Komm schon. Den habe ich. Den kriege ich auch. Oh nein, jetzt plötzlich rennen sie wieder weg. Bleibt schön stehen, irgendwo in Deckung, wo ich auf euren Kopf zielen kann. Ha! Wenn das mal kein geiler Headshot war, dann weiß ich auch nicht. Im Rennen habe ich ihn getroffen. Ist die Flagge? Das ist auch der Alarm, aber da kann ich von hier aus nicht drauf schießen. Aber noch haben sie ja keinen Alarm ausgelöst. Machen sie wahrscheinlich erst, wenn sie mich entdeckt haben. Bleib mal stehen. Hallo. So. Schön stehen bleiben. Headshot. Ah! Wo kamen die denn jetzt her? Das finde ich ja echt ein bisschen unschön jetzt. Das. Hä? Wie können die mich denn entdeckt haben? Oh Mann, es lief so gut. Ich hasse euch. Ich hasse euch, ihr blöden Piratenpisser. Ja, jetzt kommt die Verstärkung. Wie konnte der mich entdecken? Das ist voll unlogisch. Wer hat mich da überhaupt entdeckt? Tö. Erstmal den MG-Schützen ausschalten. Den noch ausschalten. Bleib stehen. Den noch ausschalten. Finde ich echt unfair, dass ich entdeckt wurde. Den habe ich. Wir kommen von Osten. Da kommt jetzt noch mehr Verstärkung. Na, klasse. Oh, guck mal, wie viele das sind. Vermehren sich ja echt schnell. Boah! Krass. Okay, ich muss mich besser konzentrieren. So. Rot kommt da noch. Sehr hübsch. Bin ich da auf dem Tank? Oh, zu früh. Ich dachte, das trifft die. So. Okay. Ist er tot? Den habe ich auch. Ich hoffe, ich habe genug Munition. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Zu früh. Und noch einer. Habe ich denn jetzt auf der anderen Seite alle? Nein, da ist noch einer. So, den habe ich. Die leicht gepanzerten kann ich ja auch ohne Kopfschuss kriegen. Habe ich hier keine Munition mehr. Nein, mir ist tatsächlich die Munition ausgegangen. Schade, schade. Was ist er denn? Da unten? Ja, wo ist er denn? Hallo, ich sehe ihn gar nicht. Verbrennt er jetzt? Verbrennen! Ich glaube, sonst sind nämlich alle tot, bis auf den. Na komm, gehe ich den halt mal suchen. Ah, da ist er.
Ah, jetzt habe ich natürlich keinen. So. Na, meine Güte, das hat jetzt ja auch wieder länger gedauert als gedacht. Das war jetzt echt ein bisschen, wie soll ich sagen, ungünstig, ne? Guck mal, die stehen da immer hinten mit dem Jeep irgendwo und warten. Oh, da ist doch bestimmt ein Krokodil, oder? Da ist ein Krokodil. Das wäre einfach zu schön, um wahr zu sein, sich hier anschleichen zu können, ohne dass da ein Krokodil im Wasser ist. Kommt man da überhaupt hier irgendwo hoch? Und es war kein Krokodil da. Wer hätte das gedacht? Oh, ist das schön hier. Könnte man einfach gut chillen hier auf dem Steg. Vielleicht ist da ein Krokodil. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal meine Munition auffrischen. Nein, ich schaue mir nicht die verdammten Sachen auf der Aushangtafel an. Kack-Noob. Oh, ein Laptop. Nom nom nom. Ein Medikit. Und ein Laden. Munition aufladen. Akzeptieren. So. Konsum, Konsum. Wo ist es denn? Zurück. Ach, Munition. Moment. Es ist so unübersichtlich. Ich hasse es. Wäre cool, wenn der Körperpanzer sich auch aufladen würde. Okay, wäre ein bisschen unlogisch, aber hey. Oh, Loot. Ja, kein Grund zur Sorge. Sagen die Amerikaner auch. Ich hab ne Waffe, also keine Angst. Nun ja. Nun ja. Also gut, komm hier, den Loop mal noch. Das waren alles so Flammenwerfer-Typen. Wenn ich auf der Seite gewesen wäre, wäre es ganz schön hässlich geworden. Vermutlich wäre ich gestorben. Boah, volles Leichenfeld hier. Sollen wir lieber die Leichen entsorgen? Oh, guck mal, jetzt schon der ganze Osten hier befreit. Wie das klingt. Der Osten befreit. So. Mit dem Auto werden wir uns jetzt in diese Richtung begeben. Ach, da ist sogar noch eins. Perfekt. Denn in der Nähe vom nächsten Lager ist leider kein Schnellreisepunkt. Fahr! Kann ich hier irgendwie so querfeld einfahren? Ja. Vielleicht nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. Ah! Aber hey, es war eine Abkürzung. Ah! Na gut, geht's zu Fuß weiter. Haben wir unser Auto zu Schrott gefahren? Okay, ich meine, ich hätte es noch nehmen können, aber... Schade, dass die Funktürme keine Schnellreisepunkte sind. Ein Rennen. Soll ich noch ein Rennen fahren? Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Willst du eine Herausforderung? Ach komm, warum nicht? Jetzt YOLO und so, ne? Ja, machen wir mal Training erstmal. Muss ich da erst drauf springen? Los! Wow! Das ist ja eine gemeine Strecke, da rafft man ja gar nicht, wo man lang muss. Da hinten? Da! Da! Ruhig, Jason, ruhig! Da! Da! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Da wird einem bestimmt voll schwindelig beim Zuschauen. Oh, die Strecke hätte echt nicht ätzender sein können, ne? Ach, oh. Und da war ein Baum. Jetzt auch noch durchs Wasser, oder was? Ach, jetzt muss ich auch noch das Gefährt wechseln. Kranke Scheiße. Krieg ich hin. Ah, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Los, los! Los, stoß! Okay, nochmal ins Wasser. Oh oh, das schaffe ich doch niemals. Vielleicht sind hier wenigstens keine Krokodile im Wasser oder so. So, jetzt.
Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Woo! Oh, nochmal eine Rampe. Schaffe ich doch niemals jetzt bei der ganzen Verzögerung, die ich schon habe. Ah! Oh Gott. Los, fahr doch! Fahr doch! Oh nein. Es ist kaputt, ich muss rennen. Ich sehe es kommen. Ich schaff das nicht mehr. Ich schaff das nicht mehr. Es ist kaputt gegangen. Och, Mano. Noch 17 Sekunden. Na, klasse. Ist von hier aus das Ziel wenigstens in Sicht? Nein. Dann schaffe ich das auch nicht mehr. Außerdem sind hier bestimmt sowieso irgendwo Krokodile. Ach, hier ist die Schlucht, wo ich reingehüpft bin und todesmutig. Oh nein. Ja, ich will das bitte jetzt nochmal versuchen. Ja, aber wie ich gerade sehe, ist die Zeit um und wir machen das darum, kann ich alles gewinnen? In der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao.